Liebe Freunde, danke fürs Daumenhalten. Die Premiere von Freischütz war wunderbar. Jetzt darf ich euch ein bisschen hinter die Bühne führen und ihr seht schon die wunderbare Kulisse hier. Die Särge sind schon hier. Die werden später noch auf die Bühne gebracht. Und diese unglaublich tolle Kulisse hier in Eutin ist einzigartig. Diese herrliche Waldlandschaft. Aber wir gehen noch weiter. Kommt's. Hier geht's auf die Bühne. Kommt's mit. Noch mehr Särge und hier ist die große Bühne. Jedes Mal atemberaubend. Hier geht es gleich los, wenn der Regen hoffentlich aufhört. 2000 Leute, immer sehr, sehr gut besucht und es macht wirklich Freude, hier zu musizieren. Und vor allem darf man ja hier als Kasper später dann in der Wolfsschlucht diese Freikugeln gießen mit Volleffekten. Darum der dicke Mantel, damit nichts passiert. Die Eutiner Festspiele sind ja bekannt für die großartigen Effekte und hier haben wir auch eine Nebelmaschine, eine Windmaschine, die dann die Wolfsschlucht spektakulär macht und dann ist alles unter Nebel, Dunst und dann ist es wirklich diese Szene so erschreckend. Sein oder nicht sein. Schöner Satz, hat mit dem Stück weniger zu tun, aber diese Maske oder Kopf wird der Sami, gespielt von einer wunderbaren Frau, dreien und durch die Gegend pirschen und mein Leben als Kasper sehr schwer machen. Wieder ein Novum und eine Neuigkeit für mich. So einen großen Adler, einen Steinadler zu haben, den er der Max schießt mit einer Freikugel. Der ist 2 Meter breit und das ist spektakulär. Und dann darf ich ihn ausnehmen als Kasper und das Blut, die Gedärme mir überall hinschmieren. Also diese diabolischen Charaktere jetzt als dramatischer Bariton sind jetzt ja recht furchterregend. Yeah.